Einen schönen guten Abend aus dem Newsroom. Trotz einer Woche intensiver diplomatischer Krisengespräche bleibt der Ukraine-Konflikt ungelöst und die Kriegsgefahr in Europa real. Ein Cyberangriff auf ukrainische Regierungswebsites erhöht die Spannungen weiter, wie auch Vorwürfe der USA, Russland würde mit Hilfe von eingeschleusten Spezialtruppen daran arbeiten, einen Vorwand für einen Einmarsch in die Ukraine zu schaffen. Sie sind in Alarmbereitschaft. Rebellen an der Front in der Ostukraine. Sie müssen mit einem Angriff der ukrainischen Armee rechnen, sagt ihre Schutzmacht Russland. Die USA wiederum werfen Moskau vor, ein Angriff könnte vorgetäuscht werden, um einen Vorwand zu haben, in die Ukraine einzumarschieren. Einen Angriff anderer Art hat es schon gegeben. Dutzende Internetseiten der ukrainischen Regierung werden lahmgelegt und die Hacker platzieren eine Angstbotschaft. Ukrainer, fürchtet euch und rechnet mit dem Schlimmsten, ist da zu lesen. Dahinter stecke Russland, sagt die ukrainische Regierung, was Moskau zurückweist. Wir haben nichts damit zu tun, sagt der Kreml-Sprecher im CNN-Interview. Haltlose Anschuldigungen seien das, ohne Beweis. Nach den ergebnislosen Gesprächen zwischen der NATO und Russland in Genf wird wechselseitig Druck aufgebaut. Mit Drohungen, Vorwürfen, Säbelrasseln. Russische Truppen sollen neue Manöver an der ukrainischen Grenze durchführen. Und die ukrainische Armee zeigt Bilder von eigenen Gefechtsübungen. Mit der Botschaft: Wir sind kampfbereit. In einer Synagoge in Texas hat ein bewaffneter Mann mehrere Geiseln genommen. Noch ist unklar, wie viele Menschen sich in der Synagoge von Colleyville befinden, einer Kleinstadt ca. 40 Kilometer westlich von Dallas. Offenbar verlangt der Geiselnehmer die Freilassung einer Pakistanerin, die in den USA wegen Mordes an Soldaten und FBI-Beamten in Haft sitzt. 100 Menschen aus ganz Österreich, zufällig ausgewählt von der Statistik Austria, bilden künftig den neu eingesetzten Klimarat. Sie sollen dort umweltpolitische Zukunftsfragen erörtern, etwa die zukünftige Mobilität oder Energiefragen. Eröffnet wurden die Gespräche heute vom Bundespräsidenten und der Umweltministerin. Bürgerinnen und Bürger sollen die Politik beraten, mit Erfahrungen und Herausforderungen beim Klimaschutz im Alltag. Das ist die Idee des Klimarates, der sich heute in einem Hotel in Wien trifft. Das ist das erste Mal in Österreich, dass 100 Menschen ganz unterschiedlicher Hintergründe, ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen zusammenkommen und gemeinsam Ideen entwickeln, Vorschläge, Empfehlungen entwickeln an die Politik. Umgesetzt wird damit eine der Forderungen des Klimavolksbegehrens. Vorbilder dafür gibt es etwa in Irland oder Frankreich. Okay, uns beschäftigt täglich Corona und seine Mutanten. Aber deswegen verschwindet die Klimakrise ja nicht. An 6 Wochenenden wird beraten, dann sollen Empfehlungen an die Politik übergeben werden. Der Präsident Ecuadors hatte es bei der Weltklimakonferenz in Glasgow angekündigt, nun wurde es umgesetzt. Das Meeresschutzgebiet um die weltweit einzigartigen Galapagos-Inseln wurde verdoppelt. 60.000 Quadratmeter kommen dazu, um die Wanderrouten bedrohter Tierarten zu schützen. Dadurch ist das zweitgrößte Schutzgebiet der Welt entstanden. Auf einem internationalen Forschungsschiff unterzeichnet der Präsident Ecuadors das Dekret zur Erweiterung des Schutzgebietes um die Galapagos-Inseln. Die Zone reicht bis Costa Rica und soll noch um Gebiete in Kolumbien und Panama ergänzt werden. Denn die Region wird von industriellem Fischfang bedroht. Vor allem die Chinesen schicken immer größere Flotten von hunderten Booten. Sie sollen ihre Instrumente abdrehen, um unbemerkt in die Schutzzonen vordringen zu können, lautet der Vorwurf der Regierung von Ecuador. Die Galapagos-Inseln gehören wegen ihrer einzigartigen Artenvielfalt zum Weltnaturerbe der UNESCO. Sie beherbergen die größte Zahl an endemischen Arten. Berühmt wurden sie durch den britischen Naturforscher Charles Darwin. Er hat durch seine Beobachtungen der Tierwelt von Galapagos Denkanstöße für seine Evolutionstheorie bekommen. Zur Impfpflicht jetzt. Da müssen noch einige wichtige und wohl heikle Punkte des Gesetzesentwurfs verhandelt werden. Ziel der Regierung ist es, eine breite Zustimmung zu bekommen, also auch die Unterstützung von SPÖ und NEOS. Zähe Verhandlungen, die länger dauern als gedacht. Und länger als gedacht dauert es auch manchmal, ein PCR-Testergebnis zu bekommen. Und deshalb könnte jetzt wieder vermehrt auf Antigentests gesetzt werden.
Die Omikron-Welle und der Schulbeginn haben zu Überlastungen im PCR-Testsystem geführt. Die GECKO-Kommission empfiehlt daher nun, wieder stärker auf Antigen-Selbsttests zu setzen, wenn es bei PCR-Tests Probleme gibt. Die Regierung will das prüfen. Der von einer Corona-Infektion wieder genesene Bundeskanzler sagt dazu: Jetzt geht es darum, die Testkapazitäten nicht zu überfordern in Österreich und daher die klare Empfehlung, jetzt auch wieder Antigentests flächendeckend einsetzen zu können. Ab wann das gilt und für welche Bereiche genau, ist noch offen. Im Bundeskanzleramt betont man zudem, die Antigentests sollten PCR-Tests nicht ablösen, sondern bloß bei Überlastung eingesetzt werden. Außerdem beschäftigt sich die Regierung derzeit intensiv mit der geplanten Impfpflicht. Ein neuer, überarbeiteter Gesetzesentwurf hätte eigentlich schon gestern vorgelegt werden sollen. Doch die Gespräche mit SPÖ und NEOS dauern länger als geplant und könnten sich auch noch über das Wochenende hinziehen, heißt es heute aus Verhandlerkreisen. Knackpunkte sind etwa die Altersgrenze, die Strafhöhe und ein etwaiges automatisches Ende der Impfpflicht, falls sie epidemiologisch nicht mehr notwendig ist. Und ich habe jetzt noch die Wetteraussichten für Sie. Im Bergland scheint morgen neuerlich die Sonne. Im Flach- und Hügelland hingegen kann sich Nebel oder Hochnebel halten. Am Nachmittag frischt Westwind auf. Und zu Beginn der neuen Woche ziehen Schauerwolken über das Land. Der Wind frischt vorübergehend stürmisch auf. Im Süden bleibt es trocken. Am Dienstag wird es eine Spur freundlicher bei 4 bis 6 Grad. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke für Interesse zu so später Stunde. Auf Wiedersehen. Thank you.